Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Nadine und zusammen mit meinen sechs, aktuell tatsächlich sieben Hunden, da ich eine wunderschöne Galgo-Dame an einem spanischen See gefunden habe. Wir leben und reisen seit circa 7 Jahren jetzt in diesem wunderschönen bunten Wohnmobil namens Johnny durch die Weltgeschichte, erleben wahnsinnig viele Abenteuer, Hochs und Tiefs, alles, was uns ja begegnet, das zeige ich euch in meinen täglichen Vlogs. Also jeden Dienstag und jeden Freitag, ab und zu auch Livestreams und Special-Videos, auch unter der Woche. Die folgen auf jeden Fall hier auf meinem Kanal. Also bleibt gerne dabei und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Wir sind aktuell in Deutschland und ja, versuchen irgendwie mit dem immer kälteren Wetter klarzukommen. Trotzdem genießen wir unsere Ausläufe hier natürlich und es gibt immer was zu erzählen. Also, let's go! So, der nächste Tag. Ich stapel jetzt schon meine Klamotten übereinander, ey. Es ist so kalt geworden. Es ist so kalt. Irgendwas mit, keine Ahnung, 4 Grad nachts oder was? Das ist ja nicht unser, ne? Also. Ich habe gestern oder nee, vorgestern habe ich mal sogar kurz die Heizung angemacht. Die ballert natürlich direkt. Aber ich verbrauche natürlich auch Gas, von daher brauche ich es auch nicht. Aber sonst hänge ich halt so eine Decke vor meinem Bett. Da ist ja extra so eine Schiene, da kann ich das, hänge ich die zwischen zwei Türen und dann, damit der Zug von vorne nicht so kommt, der kalte Wind, sage ich mal. Da ist ja nun mal alles nicht groß isoliert in meinem Wohnmobil. 36 Jahre, sage ich nur. Der hat so dicke Wände, ne? Das ist nur Styropor und Holz. Ja, Boden eiskalt. Ja, dementsprechend sitzen alle, liegen alle schön im Bettchen und kuscheln. Und ja, sind meine Heizkissen und ich gleichzeitig kann mich an denen wärmen. Also ist wirklich schön. Alles toll. Was wollte ich sagen? Ich wollte noch was sagen von gestern. Wir waren ja bei meinem Onkel und vorher noch war ich ja bei meiner Mutter. Und da ist noch was, ja, echt was richtig. Also nicht nur das an sich traurig ist, sondern noch trauriger passiert. Das darf niemals passieren. Das ist so, so schlimm gewesen. Ach, wie schön das einfach aussieht da. Kommt mal. Oh, sieht das schön aus oder sieht das schön aus? Aber wenn ich schon merke, so, wenn ich hauche. Oh, nee. Komm, Mämchen. Wir haben nicht irgendwie Zeit. Haben wir schon, aber ist wieder irgendwo hier auf dem Boden wieder irgendwelche Wurzeln und hier Türelü, da Türelü. Komm, Schatz! Ja, Beeilung, Beeilung, du kannst laufen, ne? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist da, also die eine Katze von meiner Mutter ist ja gestorben. Letzte Woche. Und jetzt wollte meine Mutter die heute, gestern wollten wir die abholen. Ich habe gesagt, komm zur Unterstützung, gehe ich mit. Fahre ich mit und bei der Tierärztin abholen. Weil die haben die ja irgendwie einschläfern müssen, nachdem die versucht haben, die noch, also sie hatte Unterzuckerung, keine Ahnung, also die kriegt immer Spritzen und die hat auch mal Pipi gelassen, also die war schon alt und gebrechlich und hatte ihre Wehwehchen und da musste man immer ganz doll aufpassen, die hatte immer mal so einen Zuckerschock oder wie das auch mal heißt und musste dann noch mal da, ne, musste dann notversorgt werden und diesmal war es einfach, ging es einfach nicht mehr, ne? Die hat es einfach nicht mehr geschafft, ist dann halt gestorben und meine Mutter, Diego, ja, hier ist ein Vogel. Guck, da ist die Emmy nämlich dabei. Hallo, kann ich mal bitte erzählen jetzt? Hallo, Mila. Mann. So, kurz Ruhe. Jetzt. Komm mal hier jetzt. Hallo, Ladies. Nicht die Nase hoch, sonst kommt ihr an die Leine. Ne? Denk dran. Immer aufpassen, was die Mädels hier machen. Ne? Muss man immer aufpassen auf die Mädels. Ja. Mädels, Raya, Ronja. So ist fein. Ja, dann wollten wir die gestern abholen, die wussten Bescheid und die Tierärztin selber war nicht da, war ja Brückentag, bla bla bla. Naja, aber ja, dann haben die, weiß ich nicht, gefühlt standen wir dann eine halbe Stunde und haben gewartet, gewartet. Ich so, mein Gott, was machen die denn, ne? Dann kommt die Schwester da, die Tierarzthelferin kommt da wieder und sagt, die Katze ist nicht mehr da. Die Katze wurde scheinbar, sie haben extra auf dem Tier, beziehungsweise auf der Tüte, wo sie drin war, draufgeschrieben, dass diese Katze abgeholt wird und nicht ja, zur Verbrennung mit all den anderen Hunden, die da oder Tieren, die da in dieser Truhe haben, wahrscheinlich verbrannt werden soll. Und
Ja, ist wohl passiert. Der Typ, der die abholt, hat wohl nicht richtig gelesen oder gar nicht gelesen und da war die Katze weg. Also Katze ist weg. Die ist jetzt, wie ist meine Mutter so, ja, kann ich die noch irgendwo holen, zurückholen oder was? Nee, ist schon vorbei. Das ist hart, ne? Also das ist richtig, richtig hart. Also wenn mir das passieren würde, also und vor allen Dingen die Tierarztrechnung kommt ja noch, ne? Die weiß ja noch nicht genau, was sie bezahlen muss mit dem ganzen Wiederbelebenszeug und dann jetzt Einschläfern beziehungsweise, ne? Wer weiß, ob die noch eine Verbrennung oder so berechnet oder so, aber ich habe gesagt, Mutter, da, ich würde da gar nichts bezahlen, ganz ehrlich. Also das darf einfach, das darf nicht passieren. Es darf, sowas darf nicht passieren. Ich meine, es darf so vieles nicht passieren, dass ein Hund irgendwie oder ein Tier überhaupt irgendwie aus Fehlern einer Ärztin oder eines Arztes oder so stirbt. Aber ein totes Tier, da muss man doch drauf aufpassen, dass das, also ich kann, also, aber wenn mir das, mit Lilly oder mit Bella oder mit wem auch immer hier passiert wäre oder würde, dann, ich würde, glaube ich, austicken, ey. Das bringt das Tier nicht zurück, aber ich, also, sowas darf nicht passieren. Dann würde ich nie mehr zu diesem Tierarzt gehen und, weiß ich nicht. Also, ist das schlimm oder ist das schlimm, Friends? Ist das schlimm? Krasser Scheiß, ey. Ja, das war also der Dämpfer gestern. Meine Mutter natürlich völlig fertig. Also, sie wäre so schon fertig gewesen, aber diese Nachricht hätte ich wahrscheinlich so einfach nicht verkraftet. Also, ja. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Ablenkung gehabt bei meinem Onkel. Dann haben wir noch Karten gespielt abends. Also der Tag war vollgepackt und viele Emotionen. Mein Onkel halt auch, das ist immer so schwierig. Den muss man auch mal so in den Arsch treten. So doof es ist mit Schlaganfall und so. Das ist alles schwer und alles. Und der kann, der wird auch da nicht gut betreut. Der soll eigentlich umgesetzt werden, was für mich auch viel schöner wäre. Weil ich den öfter besuchen könnte, solange ich vielleicht noch hier bin. Alles ergibt sich ja jetzt, was mit der Raya noch passiert hier. Und da fahre ich morgen übrigens hin, habe ich das schon erwähnt. Ich fahre morgen zu der Dame und dem Ehepärchen zum Besuch, die sich für die Raya hier doch arg interessieren. Mal schauen, ne? Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil der eine Typ da, der sich mal interessiert hat, der hat sich nie wieder gemeldet. Also, ne? Also das geht gar nicht, ne? Das ist ja fast wie bei Nelly. Wo ist sie denn, die kleine Puppi? Dann haben auch erst alle, ja, oh, die will ich haben. Und dann 3 Tage später, doch nicht. Oder eine Woche später, ich komme nicht da und dahin, viel Spaß oder viel Glück bei der Vermittlung. Also sowas gibt es bei mir einfach nicht. Ne? Ich suche mir die Leute ganz genau aus und Gott sei Dank hier persönlich, das ist praktisch, wenn... Junge, da ist mir fast mein Handy. Ich habe meinen Arm, kann nicht mehr, fast mein Handy gefallen. gut, habe ich da alles safe drauf, ne, hier auf... Protektion und so. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich dran war. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt dabei, die sicher zu vermitteln. Und wenn irgendwelche Zeichen dagegen sind oder so, ne, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt die unbedingt loswerden muss oder irgendwas, aber das ist, wie gesagt, eine Hausnummer. Go, Raya, go! Go, Raya! Ja, go! Ja, geht doch. Ist kalt, ne? Jetzt kalt. Ja. Ja, ist ein tolles Mädchen, aber wie gesagt, 7 Hunde ist eine Hausnummer. Und jetzt, wo die Jagdsaison wieder begonnen hat, beziehungsweise wenn sie im Februar wieder endet und ich bin wahrscheinlich in Spanien, dann sind da wieder so viele, die, wenn ich nur einen retten kann, aber ich kann einen retten, das ist doch viel schöner, als den da zu lassen, nur weil ich keine Kapazität mehr habe. Muss man mal so denken. Egal wie gut, so ein Hund in Rudel passt. Viele passen in meinen Rudel. Bei allen, die bisher die Hunde, die ich hatte, die ich gefunden hatte, die mir gebracht wurden oder so, da die passt alle für euch oder für die meisten so gut ins Rudel. Aber ich weiß ja eher ganz genau, wie gut ins Rudel passt und wie nicht. Und ich habe ein großes Rudel. Also ich brauche jetzt nicht noch 2, 3. Noch nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal wirklich... woanders festlebe oder so, aber das steht ja noch lange in den Sternen. Oder ich kann auch nicht, weil manche sagen auch, du kannst noch warten, bis wenn die Amy, die ist ja jetzt schon alt, die ist 10. Die hat zwar ihre Wehwehchen und so weiter, aber sie macht, sie tut, sie ist glücklich, sie frisst, sie kackt, alles super. Und so lange warten, ja, soll ich so lange warten,
weil das kann ja nicht mehr lange dauern. Das ist auch so blöde Sachen, sowas zu sagen, ne? Oder zu schreiben, dass man da über sowas nachdenkt, dass man dann wartet, bis die, dann habe ich ja, dann ist ja eine weniger, dann hat die Reihe wieder einen Platz. Ja, bei Lilly und Nelly war das halt schwierig. Also war, ich will nicht sagen dumm gelaufen, aber es war halt, Lilly ist gestorben Anfang des Jahres 24 und die Nelly stand ja noch zur Vermittlung und dann hieß es halt, ja gut, die Nelly hat sich super gemacht, die passt wirklich ins Rudel, die passt zu mir. Das ist mein kleines zweites Ich, ne, die kleine Minimaus, ja. Die jagt nicht, die hört, die braucht fast die an der Leine. Und ganz tolles Mädchen. Raya ist auch ein tolles Mädchen. Aber ja, die hatte halt Glück. Ne? Aber ich möchte nicht, dass irgendeiner hier ohne Grund geht. Und schon gar nicht so früh, ne, Ämchen? Genau. Die Mäuse hier. Da gibt es was zu schnüppeln hier überall. Ne? Hier riechen, schnüppeln. Die ganze Zeit muss hier abscannen alles, ne? Ja, aber ihr macht das ganz toll, ne? Jetzt um die Uhrzeit, wir haben jetzt 10 vor 11, Samstag, da geht das easy peasy, da ist das hier noch entspannt. Zu Dämmerungszeiten ganz, ganz früh morgens oder später Abend, dann ist schwieriger, dann kommen die auch nicht von alleine. Dann nehme ich die zwei auf jeden Fall und dann die Maddie wahrscheinlich auch noch immer an die Leine. Alle anderen, die zwei Kleinen jagen nicht, Nelly jagt nicht und die Emmy checkt das nicht mehr, von daher. Ist es immer noch entspanntes Laufen mit den Hundis. Ja, das auf jeden Fall zum gestrigen Tag. Jetzt habe ich wieder viel erzählt. Mein Arm fällt gleich ab. Und wir machen jetzt mal einen schönen sonnigen Spaziergang. Später geht es dann zu meinem Bruder. Der will heute grillen. Im Oktober. So, einmal an die Leine. Die beiden, die haben nämlich hier vorne, wo wir herkommen, schon die Nasen die ganze Zeit hoch. Und dann mache ich die an die Leine, weil ich keinen Bock habe, dass die irgendwo durch den Wald flitzen. Die sollen immer schön auf dem Weg bleiben, größtenteils. Ne? Hören tun sie ja, aber sind halt Galgos. Ne? Wenn weg, dann weg. Ja. Von daher habe ich meine Hunde auch ab und zu mal an der Leine. Und das sind so kleine zwei Zugpferde. Ne? Super. Nach unserem Spaziergang ging es dann auf nach Holland. Ja, das ist unsere erste Station, wo die Raya erstmal ihr neues eventuell Zuhause und neue Schwester kennenlernt. Raya kennt es ja nicht, in einem Haus zu sein, deswegen erkundet sie erstmal hier alles und lässt ihre neue Freundin links liegen. Aber die zwei haben auch zwischendurch danach schön zusammengespielt. Hey ho, Friends! So, wir sind gerade angekommen. Ich habe hier jetzt erstmal geparkt, nicht im Wald, sondern woanders, aber passt schon. Ja, was soll ich sagen? Das fühlt sich ganz toll an für die Raya. Die Raya hat auch, ich habe gedacht, ich habe das gefilmt, aber ich habe es nicht gefilmt. Die beiden Damen haben richtig schön gespielt. Richtig schön gespielt. Die waren kurz draußen auch mal. Und ja, ein erstes Kennenlernen mit der neuen, eventuell neuen, tatsächlich holländischen Familie. Das Einzige, nicht schwierig, doofe ist, aber es ist, mein Aufenthalt in Deutschland wird sich etwas verlängern. Weil die ziehen nämlich gerade, die wandern aus nach Frankreich. Und das passiert jetzt in den nächsten 3 bis 4 Wochen. Und
Ja, das wäre jetzt, also ich sag mal auch für Raya, für mich jetzt, das wäre jetzt auch nichts, die jetzt da abzugeben. Und dann, die haben einfach gerade nicht so viel Zeit. Und dann hat sie selbst gesagt, das wäre vielleicht einfach auch unnötiger Stress für die Raya. Und die könnten sich ja jetzt gar nicht so richtig, so wie es sein soll, um sie kümmern. Und der eigene Hund ist auch schon, ja, ist halt auch gar nicht angespannt, aber ist natürlich jetzt auch für die ein bisschen schwierig, die Zeit. Deswegen machen wir das wahrscheinlich dann, wenn die so gut wie in Frankreich sind, dann kann ich die auch da besuchen fahren. Und ich habe Leute, die ich kenne, die in Frankreich wohnen, ist doch auch schön. Ja, schauen wir mal, wie das sich ergibt. Wir werden uns auf jeden Fall hier noch ein paar Mal treffen, klar, in den nächsten Wochen. Und ja, ganz toll, also die sind echt ganz tolle Menschen so. Und ich denke, da hat die Raya es sehr, 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 sehr gut. Ja, also so war das da echt entspannt und ja, hat Spaß gemacht und ja, ist Galgo-Erfahrung auf jeden Fall vorhanden. Das ist schon mal schön. Ach, das Wohnmobil ist jetzt auch weg. Schön. Jetzt stehe ich wieder schön alleine hier. Gott sei Dank. Ja, also ich kann jetzt gerade selbst gar nicht so viel dazu sagen. Ja, hallo? Hm, hier wieder. Ha, aufgekratzt. Von lauter Aufregung. Ja, schauen wir mal, wie es die nächsten Tage. Ich werde immer mal berichten, wie was wo, aber es ist ja im Hintergrund läuft ja immer einiges bei mir auch, was ich nicht direkt kundtun kann, immer sofort, weil wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder irgendwas hoch in den Himmel loben und dann ist es dann doch wieder nicht oder funktioniert nicht oder passt nicht oder wie auch immer von der anderen Seite her oder von mir auch, keine Ahnung. Aber ist ganz toll, die hatten ein richtig cooles, ich weiß gar nicht, habe ich vielleicht drauf, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da groß gefilmt habe. Ich glaube gar nicht so viel. Ich war selbst so, ja, so fixiert auf die Hundis und ja, was wissen. Ich will ja alles wissen, ne? Klar, ich muss alles wissen. Und die hatten auch so ein ganz, da sind nicht so, aber ein Bild von den drei. Die hatten zuletzt drei Windhunde und zwei davon sind halt in den letzten Jahren gestorben. Jetzt haben sie nur noch einen und die ist alleine. Und sie sagt, da muss immer ein zweiter dazu, immer. Ja, und die ist auch so verrückt wie Raya, also auch so, also die passen echt gut zusammen und das Lustige ist, die heißt Maya. Maya und Raya. Ja, sie sagte auch, das ist irgendwie ein Zeichen und überhaupt, dass wir uns begegnet sind und so weiter. Sie ist also auch so ein bisschen in der Form und ja, das mit dem Bild und irgendwie das, dieser Duft in diesem Haus, das war einfach, keine Ahnung, es war echt schön, das fasste und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es dir da sehr, sehr gut gehen wird. Also der fehlt es an nichts dort. Ich sag's euch, der fehlt es an nichts. Wenn das klappt, dann mache ich auch 5. Ja, wenn das klappt, dann mache ich auf jeden Fall auch 18 Luftsprünge und bin super happy. Und wie gesagt, ich bin ja nie aus der Welt. Also ich habe immer Kontakt zu all meinen Hunden, die ich bisher vermittelt habe. Und ja, wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht alles so, ne, ist ja alles noch ja, in der Zukunft, aber finde ich auf jeden Fall gut. Bis jetzt. Ja, die Raya ist jetzt auf jeden Fall erstmal platt von den neuen Eindrücken und ein bisschen gespielt, wie gesagt, hat sie ja auch. Und ja, ich mache jetzt hier erstmal Schotten dicht und dann haben wir schon 5 Uhr. Die Zeit rennt, ich war um 14 Uhr da, zack, zack, 2 Stunden um. Unfassbar, jetzt bin ich hier hingefahren, wieder eine Stunde um. Ist verrückt, oder? Meine Güte. Ja, mache ich noch ein bisschen sauber und dann können wir auch gleich noch eine kleine Abendrunde drehen. Ja, morgen mal Hundefutter einkaufen. Ich glaube, meine Gasflasche ist leer, genau, das wollte ich gucken. Ja, ist immer noch minus 4 Grad, aber ich glaube, die ist leer. Ich muss gleich mal das Flämmchen gucken. Ja, so viel dazu. Sonntag, viel geschafft. Die Kinder waren da. Habe ich davon überhaupt schon erzählt? Die Kinder waren da, die Kleine hat hier geschlafen. Ich glaube, das habe ich gestern Abend neu erzählt. Ja, die waren doch eben mit spazieren, mit dem Gassi gehen. Ja, morgen machen wir uns wieder einen schönen, chilligen Tag mit viel spazieren gehen. Schönes Wetter ist angesagt, von daher läuft. Sieht das nicht wunderschön aus? Oh. Wunderschön. Herrlich. Hier kann ich ja leider nur den Sonnenuntergang hinter den Bäumen oder so sehen. Ich freue mich, wenn ich wieder am Strand bin und dann die Sonne wieder im Meer untergeht. Ah, das sind Sonnenuntergänge. Aber das ist auch schön. Also ich sag mal so für Oktober. Schön. So muss das sein. Ist ja immer noch kalt, ne? Kühler. Ich nicke.
Da küsst du. Na, kriegt gleich lecker, ne? Ja, gleich gibt's Abendessen. Ich wollte auch nur noch mal das kurz für euch einfangen hier und dann sage mal bis morgen. Die kleine süße Nelly ist nicht Zucker. Naja, die ist auf jeden Fall auch fertig vom Tag und schläft jetzt. Und wir sagen bis zum nächsten Mal, denn da bekomme ich was Tolles Neues. Und es weihnachtet doch sehr. Also, wenn du das nicht verpassen willst, wo wir da sind und wie es weitergeht, auch mit der Raya und mit unserem Leben im Wohnmobil, demnächst wieder Richtung Süden, da könnt ihr euch drauf verlassen. Dann bleibt gerne dabei, lasst dem Video ein Like da, ein Kommentar und dem Kanal unbedingt ein Abonnement. Das würde mich super, super freuen. Das unterstützt mich, ist für dich kostenlos und du verpasst kein einziges bisschen Video von uns mehr, von unserem Leben. Und dem Johnny und allem, was dazu gehört. Also, ich freue mich auf dich und danke für deine Unterstützung.